Enrico Mancini. Soll ich jetzt die ganze Stadt abrufen oder was? Nicht euer Ernst. Na gut, machen wir mal folgendermaßen. Stellen wir mal unseren Pferd mal hier ab. Und erkunden mal ein bisschen heute mal eben halt die Stadt Heidel. Die Händlergilde Xian ist übergeschnappt. Sie zahlt nicht einmal die Straßengebühren, die alle Händler in Heidel entrichten müssen. Wenn der Wagen nicht kommt, haben wir nichts zu tun. Was wird denn also her? Du hast einen schönen Ausschnitt. Du siehst wunderschön aus. Willst du mich heiraten oder so? Geht das überhaupt? Heidelianische Politik? Ein aufsteigender Stern am politischen Himmel? Das kann nur Jordine Lukas sein. Jordine kümmert sich offensichtlich öffentlich um die politischen Angelegenheiten Heidel anstelle des unentschlossenen Fürsten. Die Burgstadt Heidel steht wegen der Anstrengung des Großhofmeisters gut da. Du solltest dir aber besser was anderes anziehen, das ist ziemlich gewagt. Wir spielen hier zwar eine Frau, aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht für andere Frauen interessieren dürfen, ne? Ihr versteht, was ich meine? Okay, das war jetzt vielleicht etwas sexistisch, aber egal. Ist ja nur ein Spiel. Wen kann ich hier noch anlabern? This is a legal business permitted by the head of the League of Merchants. You can trust me. Bist du nicht so jung, um etwas hier Marktplatzhändler zu sein oder so? You won't ever lose money through me. Sag mal, was ist denn hier los? Was ist mal hier Schönes? Meine. Geld sammeln. Cool. Hat jemand gekauft? Abbrechen? Nein, ich will das hier. Schön, schön. Das war der Marktplatz. Dann Luxuswarenhändler. Ihr seht aus, als braucht ihr viele verschiedene Dinge. Ihr sollt hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Weil ich auch so. Aber ich kann mir sowieso bei denen nichts leisten. Beziehungsweise ich will bei denen sowieso nicht kaufen, das ist einfach viel zu teuer. Jewels cannot be bargained over. Wow. Wir sollten. Vielleicht ziehen wir ja nach Heil um. Die Frauen hier scheinen sich leicht zu bekleiden. Haben wir was zum Gucken, ne? Ne, das war gemein. Okay. Habt ihr es hier nur auf Kristalle abgesehen? Ich spüre keine Luxusartikel mit anderen Leuten sich herauszuputzen. Mit denen Leute sich herausputzen. Warum? Was ich verkaufe, ist weitaus wertvoller als bloßer Zirat. Bei Söldnern, die sich schützen wollen, stehen meine Waren hoch im Kurs. Every jewel I sell has its own value. If you walk around a lot, use a jewel. Wenn ich schon die Anquatsche, kann ich auch die Quest annehmen, aber ich wollte eigentlich erstmal die Sachen. Lass mich überlegen. Ja gut, nehmen wir mal die Quest an. Also es ist nicht immer nur schlecht, wenn Kalfionier nach Serendia kommen. Dadurch haben die Händler einen neuen Kundenstamm, ne? Zum Beispiel Isobille. Sie hat gerade erst einen äußerst teuren Edelstein bestellt. Ihr kennt doch Isobille, nicht wahr? Nein, kenne ich nicht. Ihr Vater leitet die Wechselstube in Calpion. Wie dem auch sei, könntet ihr ihr ausrichten, dass ihr Edelstein fertig poliert wurde? Sehr gerne. There is also a jewel that upgrades your luck. Ja, Hammer. Ihr könnt den Kristall später mit Hilfe eines Schmieds extrahieren. Gut zu wissen, oder? Wenn der Kristall kaputt geht, bevor er extrahiert wurde,
Tja, das wäre dann wohl Pech. Auf jeden Fall viel Glück. Ja, super. If you process a cuckoo bird plume, you can make sag mal, was du hast du im Laden hier? Manus, 5 Millionen. Hast du die noch alle? 5 Millionen, Alter. Ne. Ne. Apropos, warte mal, Moment. Jetzt bin ich gerade neugierig. Ich habe etwas. 30.000 kostet also Marktplatz 7.000. Ja, das ist scheiße. Scheiße. Scheiße direkt. Achso, das ist ein Spieler. Spieler Einzelwagen nicht da. Hello there, I'm Laura. Warum dürfen Kinder hier einfach ihren eigenen Handel führen, einen Handel betreiben? Oder ab welchem Alter sind die dann überhaupt, naja, Erwachsene halt in dem Sinne? Die heutige Lieferung der Regenerationszeuge ist nicht eingetroffen. Naja, keine große Überraschung. Schließlich haben wir es mit Ben Lauren zu tun. Okay, da brauchen wir noch bestimmte Voraussetzungen. Gildenoffizier. Nein, nicht du. Bleibt ihr eine Weile in Heidel? Falls nicht, werden wir uns kaum näher kennen können. Moment mal, ihr kommt aus Velia oder nicht? Ich habe einen Bruder dort, Laiano. Wie geht es ihm? Ich hörte knapp Schlüsse. Okay. Angeln die gerade alle oder was? Echt? Die angeln alle jetzt? Wieso? Gibt es ja irgendwie so ein besonderes Event oder warum angeln die jetzt hier alle? Achtung, starke Gegner in der Nähe. Okay. Jetzt bin ich mal gerade interessiert. Das müssen wir mal ausprobieren. Das sieht interessant aus. Das sieht gerade interessant aus, was die hier alle machen. Warum probieren wir es mal auch? Vielleicht ist hier gerade ein seltener Fisch oder sowas unterwegs. Könnte doch sein. Na komm, beiß an. Komm schon, beiß. Was ist mit den ganzen Vögeln hier eigentlich? Was wollen die hier? Verpisst euch, das sind meine Fische. Meine Fische. Ihr kriegt die nicht. Tja. Fischgrund erschöpft. Ich glaube, das ist eher nutzlos hier. Irgendwie was zu machen. Das Schwarzmagier in der Arkham Fokus 3. Wieso habe ich das abgelegt? Wollte ich gar nicht. Achso, ja, das zum Goblin beschwören, das brauchen wir, weil das für die eine Quest brauchen wir hier jetzt nicht.
Ich würde sagen, es bringt hier nichts mehr, hier rumzugammeln. Hat er. Warum das Avira-Symbol von. Ach Gott, Alter, die Leute, was sich ausdenken für ihre Gilde oder so. Hat er tatsächlich jemand das Avira-Symbol gehabt? Also, Avira als Gildenlogo. Warum? Ah, das muss man nicht verstehen. Das muss man nicht verstehen. Ah, da ist er ja, den Spaß, den ich bin. Ich suche ihn überall und der steht hier. Meine Presse. Heidel, Serendia's Capital. Year 277 of the Elionian Calendar. Serendia was declared a tributary state after Calpheon's invasion. Calpheon's Xeon Alliance attained commercial supremacy in Serendia and dominated trade in Heidel. King Crucio de Mongat, who was taken hostage after the war, returned to Heidel. However, he was reduced to a feudal lord and completely lost his political will. Grand Chamberlain Jordin Ducasse became the de facto leader and his influence soared. Welcome to Heidel. Ihr seid sicher ein neuer Abenteuer, lasst mich mal schauen. Auf der Fahndungsliste haben wir ein neues Gesicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Woher kommt ihr? Wütend über ihr Unglück rebellierten die Bauern nicht nur. Manche von ihnen wurden umherziehende Schurken. Sie werden Heidel mit Sicherheit nicht angreifen, aber mein Dorf könnte in Gefahr sein. Da ihr schon einmal hier seid, geht ihr besser mal zu Ben Lauren, dem Händlergildenmeister. Er hat die Handelsmacht in Heiden inne. Okay. Heidel is currently busy with preparations for the Masked Ball coming up. Entwurf. So brauchst du sowas. Kann ich jetzt mit dem Typen da labern? Das wäre echt cool. Not under any circumstances. Never turn your back on an enemy. Ihr seid hierhergekommen, um etwas Fantastisches zu lernen. Ich werde euch beibringen, wie ihr eure angestaute Energie explodieren lässt. Ich bin zwar kein Meister auf dem Gebiet, aber ich höre, je mehr Splitter der Finsternis ihr besitzt, desto größeren Schaden richtet ihr an. Wollt ihr das einmal üben? Take up your sword, if you have the will to continue living. Talent lernen. Erweckung, da sind wir noch weit davon entfernt. Sprech mit Isabellisch. Wet the blade and concentrate more. Ja, wo ist jetzt dieser Skill? Schuldhülle. Krähenkratz. Splitter der Finsternis. Concentrate! Do you think you're immortal? Control your mind. The power to fight comes from the mind. Wir wurden nicht von Calpheon besiegt. Wir werden Serenia bald wieder zurückerobern. Wer in dieser Welt kann die Demütigung ertragen, die Kontrolle über das eigene Heimatland zu verlieren? Calpheonia, das sind nur Wilde. Wartet nur ab. Der Blutfleck, den sie hinterlassen haben, wird bald beseitigt sein. Gain experience. Learn new skills before it's too late. Ich bin etwas krass verwirrt.
sag, machen wir mal so. Dieses Telefon, ey. Furchtbar, furchtbar. So, da muss ich mit dem Typen da labern. Nee, gut, das wollte ich jetzt aber eigentlich alles nicht machen. Ich wollte, ich dachte, es ist einfach nur einmal hingehen und wie was machen und dann fertig. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann, leckere Altar-Kobolde. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nochmal zurück und machen den Platz. Ganz einfach und simpel. Wie komme ich hier wieder raus? Da, oder? Doch. Da müsste auch mein Pferd sein. Und los geht's. Ab zurück nach Velvia. Velia. So heißt das. Rad hier Stufe 2. Cool. Ich stehe gerade irgendwie in den falschen Weg. Das ist überhaupt nicht cool. Wie komme ich schon nochmal dahin? Da wo wir herkommen sind quasi. Ach, da ist der Weg. Okay, gut. Ja, ja. Ah, da müssen wir hin. So, okay. Ja, wir haben eine Kampfzone im Drink, das weiß ich, das ist aber gerade mal erstmal egal. Wo sehe ich eigentlich die XP vom Pferd? Oder muss ich die erst anschalten? Wahrscheinlich. Nee, na gut, dann lassen wir das mal. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Weil wir werden alle platt getrampelt. Ja, meine Kampfhunde betreten, ja, das weiß ich doch. Wir nehmen mal eine Abkürzung, und zwar direkt durchs Feindeslager. Einfach direkt durchrennen. Nein, lauf, 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 lauf. Wir wollen uns nicht erwischen lassen, nicht erwischen lassen. Lauf, lauf. So, da sind wir jetzt angekommen. Ich gehe mal kurz auf den Weg, um mein Pferd abzustellen. In sicherer Entfernung wohlgemerkt. So, und jetzt können wir den Typen beschwören. Das, achso, Moment. Nee, doch, das machen wir noch. Das machen wir noch. Was bist denn du für ein Hässler?